Am nächsten Tag wurde Herr Krokus von der Stimme des Gartenbesitzers geweckt. Na, dann wollen wir doch mal sehen, ob meine geliebten Rasenpflänzchen schon aufgegangen sind. Er kam näher. Sofort rief er entsetzt: Was ist das denn? Jetzt lasse ich dieses Unkraut so viele Jahre gnädigerweise auf meinem Königsrasen wachsen und es hat nichts Besseres zu tun, als den Kopf hängen zu lassen. Er betrachtete den Krokus, der nach wie vor schlapp zu Boden hing. Wenn du so weitermachst, kommst du auch noch in den Müll. Aber noch ein Stück Rasen herausnehmen? Nein, das kommt nicht in Frage. Also streng dich gefälligst an. Der Mann schaute die Frühlingsblume finster an. Doch die Drohung hatte keinen Zweck. Der Krokus war viel zu traurig, als dass er weiter blühen wollte. Ich gebe dir Zeit bis heute Nachmittag. Solltest du bis dahin nicht wieder gerade dastehen, dann war's das. Verstanden? Verärgert stapfte der Gartenbesitzer davon. Ein paar Gärten weiter ereignete sich zeitgleich dieses. Mama, Mama, komm schnell! Was ist denn, Schätzchen? Das Schneeglöckchen, es ist krank! Der Junge rannte aufgelöst zu seiner Mutter, als er den Zustand der neuen Blume bemerkte. Ach du liebe Zeit, entgegnete die Frau. Was ist denn mit dir los? Gefällt es dir bei uns etwa nicht? Die Mutter war ratlos. Was machen wir denn mit dir? Mama, unterbrach sie ihr Sohn. Ja, Schätzchen? Kann es vielleicht sein, dass das Schneeglöckchen Liebeskummer hat? Hätte die Blume sprechen können, hätte sie am liebsten laut Ja gerufen. Stattdessen brachte sie nur mit aller Kraft ihren hängenden Blütenkopf in die Höhe. Schätzchen, bemerkte die Mutter, ich glaube, du hast recht. Sieh nur. Sie deutete auf die Bewegung der Blume. Ich wusste es, rief der Junge. Sie stand genau neben einem Krokus. Der Mann hat die beiden einfach getrennt. Dabei haben sie so schön nebeneinander geblüht. Wenn das wirklich stimmt, überlegte die Mutter, dann müssen wir die beiden wieder zusammenbringen. Ansonsten geht das Schneeglöckchen ein. Mama, du bist die Beste, lobte ihr Sohn. Wie machen wir das? Wir können den Krokus nicht einfach ausgraben, oder? Die Mutter lächelte. Nein, Schätzchen, das dürfen wir nicht. Aber wir können fragen, ob der Nachbar uns den Krokus verkauft. Ob er das wirklich macht? Zweifelte der Kleine. Er ist immer so grimmig. Fragen kostet nichts, entgegnete die Erwachsene. Erst wenn er Nein sagt, brauchen wir einen Plan B. Entschlossen zogen die beiden zum Nachbarhaus. Frau Schneeglöckchen konnte vor Aufregung kaum mehr denken. Hoffentlich geht das alles gut, betete sie. Sie konnte nichts weiter tun, als abzuwarten. Es klingelte. Die Tür ging auf. Gegenüber standen sich ein älterer, missmutiger Herr und eine lächelnde Mutter mit ihrem Sohn. Guten Tag, Herr Nachbar, grüßte die Frau. Der Mann brummte nur. Der Junge versteckte sich hinter seiner Mutter. Wir wollten Sie fragen, ob Sie uns Ihren Krokus verkaufen, sagte die Nachbarin gerade heraus. Verwundert blickte sie ihr gegenüber an. Das Unkraut? Warum wollen Sie das haben? Unsere Freundin Frau Schneemüller, wünscht sich schon so lange eine Blume wie diese. Leider wächst bei ihr nicht eine einzige. Nun dachten wir, fragen wir sie, wo sie doch keine Verwendung für solches Unkraut haben. Mit erwartungsvollen Blicken wurde der Gefragte begutachtet. Grummelte er. Das verstehe, wer will. Ich jedenfalls nicht. Die Besucher erschraken bei der Antwort, doch ließen sie sich nichts anmerken. Wie man sich nur solche rasenverunstalteten Gewächse freiwillig in den Garten setzen kann. Na, meinetwegen, Sie können ihn haben. Ich schenke ihn Ihnen sogar. Bin froh, wenn er weg ist. Er lässt sowieso die Blätter hängen. Ich grab ihn aus, warten Sie kurz. Er trottete davon und murmelte im Davongehen. Mann, 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 Mann. Noch ein Rasenstück weniger. Das dauert, bis ich den wieder gezüchtet habe.
Wenig später brachte er einen ermüdeten Krokus samt Wurzelwerk. »Vielen Dank«, freute sich die Frau. »Hm«, erwiderte ihr Gegenüber. »Kommen Sie doch einfach mal zum Kaffee bei uns vorbei. Ich backe einen ausgezeichneten Apfelkuchen«, lud ihn die Frau ein. Dann drehten sich ihr Sohn und sie um und verließen das Nachbargrundstück. »Boah, Mama, du lügst ja wie gedruckt, Frau Schneemüller«, lachte der Junge. »Hat doch wunderbar geklappt, findest du nicht?«, erwiderte die Frau grinsend. »Aber dass du mir solche Aktionen nicht nachmachst, verstanden?« Sie brachten den Krokus zum Schneeglöckchen. Jener hing schlapp herunter. Behutsam pflanzte ihn die Mutter neben die weiße Blume, bewässerte ihn und dann hieß es abwarten. Frau Schneeglöckchen konnte es nicht glauben. Er war tatsächlich da. Doch wie sah er aus? Alle Kraft schien von ihm gewichen zu sein. Keinerlei Reaktion. »Hallo, Herr Krokus, mein Liebster, ich bin es, Frau Schneeglöckchen. Bitte mach die Augen auf. Alles ist gut.« Ganz langsam bewegte sich ein Blatt. Dann noch eines und ein weiteres. Schließlich hob er vorsichtig den violetten Kopf und traute seinen Augen kaum. Als er erkannte, wessen Stimme zu ihm sprach, fragte er: »Träume ich?« »Nein, mein Lieber«, entgegnete das Schneeglöckchen. »Es ist kein Traum. Wir sind wieder zusammen. Oh, ich bin ja so froh.« Glücklich lächelte sie ihren Gefährten an. Eine kleine Weile dauerte die Genesung des Krokus noch. Dann waren sie endlich vereint an ihrem neuen Wohnort. Hier konnten die beiden nun jedes Jahr neu erblühen und das noch schöner als zuvor. Die Mutter und ihr Junge erfreuten sich bei diesem Anblick jedes Mal mehr. So kam es, dass es an einem sonnigen Nachmittag an der Haustür klingelte. Draußen stand der Nachbar. »Hallo«, grüßte die Mutter, »das ist eine Überraschung.« Hinter ihr lugte der Sohn hervor. »Guten Tag«, grummelte er und hielt ihr eine eingetopfte Tulpe entgegen. »Ich dachte, naja.« »Vielen Dank, schön, dass Sie da sind«, übernahm die Frau das Wort. »Ich habe Apfelkuchen gebacken.« Sie lächelte und bedeutete, dem Gast einzutreten. Der ältere Herr folgte etwas unbeholfen zum gedeckten Kaffeetisch auf der Terrasse. Als sein Blick auf Herrn Krokus und Frau Schneeglöckchen fiel, stutzte er. Mutter und Sohn blickten ihn ertappt an und zuckten verschmitzt grinsend mit den Schultern. Und auf einmal lachte der Nachbar. Er lachte laut und so herzhaft, dass seine Gastgeber gar nicht anders konnten, als mit einzustimmen. Herr Krokus und Frau Schneeglöckchen beobachteten das ganze Geschehen. Zunächst erschraken sie, als der grimmige Mann plötzlich im Garten stand. Dann war ihre Verwunderung groß, als das schallende Gelächter ausbrach. Schließlich ließen die fröhlichen Gespräche des Besuchers die anfängliche Angst verblassen. Jener sagte: »Wissen Sie, Frau Nachbarin, ich habe in den letzten Tagen viel nachgedacht. Aufgrund Ihres Besuchs habe ich mir mein Handeln einmal näher angesehen. Ich musste schmerzlich erkennen, dass ich schon ein ziemlicher Griesgram bin.« Dem kleinen Jungen entfuhr ein Kichern. Der Mann sprach weiter: »Ich bin in den letzten Jahren sehr einsam geworden und habe mir meine eigenen Regeln geschaffen. Mein Rasen zum Beispiel ist mir hoch und heilig geworden. Da durfte nicht das kleinste Unkraut wachsen. Dass ich allerdings so schöne Gewächse wie die Frühlingsblüher kaputt machte, interessierte mich nicht.« Er machte eine Pause und seine Zuhörer inklusive der beiden Blumen lauschten gespannt. »Nun ja, was soll ich sagen?« fuhr er fort. »Ich habe gemerkt, dass das nicht in Ordnung war. Dafür möchte ich mich entschuldigen.« Der Mann sah auf die violette und die weiße Blume und wie von Zauberhand erkannte er ein Kopfnicken beider Blütenköpfe. »Danke«, erwiderte er die Geste und meinte: »Ich bin ein Eigenbrötler, das ist wohl wahr. Aber ich habe es satt, alleine zu sein. Über meinen Schatten zu springen, fällt mir nicht gerade leicht. Deshalb danke ich Ihnen umso mehr für die Einladung. Das erleichtert mir viel.« Die Mutter griff seine Hand und sagte: »Sehr gerne.« Aus dem Besuch entstand eine Freundschaft.
Diese hätte es wohl nie gegeben, wäre nicht ein kleines Schneeglöckchen auf einem fein gepflegten Rasen erblüht.